Ich bin schon, bevor ich nach Berlin gekommen bin, zu meinen Verwandten gefahren, zu Besuch, weil ich immer neugierig war, wie sieht es da drüben aus. Und naja, nun, es war also wirklich total anders. Aber es war, damals hätte ich ja noch gar nicht die Idee gehabt, dass es eine Form von Zusammenhalt der beiden Teile sein könnte. Ne? Aber es war schon so. Also, und bevor die dann rüberkommen durften, konnten wir ja mit westdeutschem Ausweis, konnten wir ja einreisen, wenn wir einladen, wenn wir eine Einladung hatten. Und später, als ich dann vor allem im Gesamtdeutschen Institut gearbeitet habe und auch dann später über Gesamtdeutschland, also vor allem auch DDR, promoviert habe, war das für mich unheimlich wichtig, dass ich mir das auch selbst angesehen habe. Denn die können mir viel erzählen, die da oben irgendwas erzählen. Ne? Ich muss das immer, wenn es geht, selbst sehen. Und dann nachher nach Ost-Berlin natürlich, also unzählige Male. Das Einzige, was mich gestört hat, dass man jedes Mal 25 Mark tauschen musste. Das war. Ja, pro Tag. Das war schon eine etwas teure Angelegenheit und man durfte zum Beispiel kein Gold mit rausnehmen und keine Lebensmittel mit rausnehmen, was ich dann aber doch gemacht habe, weil ich dann mal gesagt habe, solche schönen Schrippen gibt es bei uns in West-Berlin nicht. Dann waren die so fröhlich und glücklich an der Grenze, durfte man immer mit rübernehmen. Ne? Aber also Bücher konnte man mit rübernehmen und Schallplatten konnte man mit rübernehmen. Ja, und ich habe einmal meinen ganzen Schatz von Ostmark, Mark der DDR, habe ich in Schallplatten umgesetzt. Da gab es gerade, also in der DDR selbst, gab es da gerade einen Schlussverkauf von Liedern, die so offensichtlich nicht so ganz loswerden könnten. Ne? So. Wissen Sie noch, was es war? Ja, zum Beispiel Kantate auf den Tod Lenins und sowas. Ne? Und das habe ich alles mitgenommen, den ganzen Stapel. Na, dann stand ich also an der Grenze hier und dann haben die mich also ausgefragt, 2 Stunden warten lassen. Dann kamen sie wieder und sagten, Sie sind doch so oft in der DDR. Sie müssten doch eigentlich wissen, was Sie mit rausnehmen durften. Aber ausnahmsweise durfte ich die Schallplatten alle mit rausnehmen. Ja, das sind so Randerfahrungen. Aber. Das war schon nach dem Viermächteabkommen, also das war alles nicht mehr so dramatisch. Und wenn Sie drüben waren, haben Sie das so hauptsächlich für Privatbesuche genutzt oder auch wirklich, um so ein bisschen zu forschen oder was haben Sie da gemacht? Ja, ich habe beobachtet. Ich hab beobachtet. Und das konnte man sehr gut machen. Also es gab ja 1976 dieses KSZE-Abkommen, wo also drin stand Freizügigkeit zum Beispiel. Und ich habe da gesehen, dass die Leute mit dem Neuen Deutschland, ihrer Hauptzeitung, da saßen und sich alles unterstrichen haben und sich natürlich erhofft haben, dass sie also morgen schon mal reisen können, was ja nicht der Fall war. Das sind so Beobachtungen und natürlich sehr, sehr viel mit den Verwandten, mit Bekannten, also sehr, sehr viel mit denen gesprochen, die zum Teil auch in staatlichen Organisationen arbeiteten. Und ich wollte ja nicht nur diesen Kniefall vor dem Westen haben, das wollte ich nicht. Wollte auch nicht den Kniefall davor haben, dass ich den Kaffee mitgebracht habe. Ne, man konnte Kaffee mitnehmen, so viel man wollte, denn sonst hätte die DDR Kaffee mit Devisen einkaufen müssen. Nicht? Das war dann also, wir durften also mitnehmen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach sehen, wie lebt man hier, was macht man hier. Ich wäre gern auch mal eine Weile in die DDR nicht als Besucherin, sondern als, ja, naja, wie auch immer, ich weiß nicht wie, als Mitbewohnerin eingereist. Aber das war nicht möglich. Ne? Ich hätte das gerne gemacht, um da wirklich mal das wahre Leben zu erleben. Ja, und Ost-Berlin, also ich habe immer versucht, Beobachtungen zu machen und mit DDR-Bürgern in Kontakt zu kommen. Und das war manchmal schwierig, und sie sagten, also, was wollen die Westdeutschen hier? Nicht? Oder es gab richtig gute, offene Gespräche. Ja? Aber man musste eins vermeiden, und das haben viele nicht geschafft, und hängt uns eigentlich bis heute an, dass wir also als die großen Westdeutschen, die großen Reichen schön da einreisten. Und das habe ich also versucht zu vermeiden. Auch schon mit der Kleidung konnte man das vermeiden. Also nicht seinen Sonntagspelz anziehen, sondern